Hey liebe Leute, willkommen zurück zu dieser neuen waldigen Folge. Tiff Forest, ja schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und ja, wir bauen jetzt in dieser Folge mal noch ein bisschen weiter hier an unserer, ich nenne sie mal Safe Base, also unsere sichere Basis, denn die ist ja wirklich eigentlich recht gut geschützt. Es gibt ja hier nur diesen einen Eingang, wo man so richtig reinkommt. Klar, wir haben auch das Tor, aber die Mutanten können kein Tor öffnen, ja. Ansonsten haben wir ja nur diese ganz kleine Spalte dort, wo man so durchgehen kann. Ja, da kommen wir ja gerade mal so noch durch. Ein Mutant würde da ja gar nicht durchpassen. Und ja, an sich sehr, sehr sicher. Ist auch nicht allzu groß gebaut. Also passt wirklich sehr, sehr gut vom Platz her, so wie ich finde, da drinne. Auch, ja, wenn man dazu auch noch natürlich so sagen muss, man kann vielleicht drüber streiten, dass es vielleicht nicht komplett hundertprozentig sicher ist, weil vielleicht ein paar Fallen noch draußen fehlen und so weiter. Ich denke, da kommt vielleicht irgendwann mal noch hier ein bisschen was. Aber an sich ist das Ding halt wirklich sehr, sehr gut geschützt hier. So. Jetzt platziere ich hier hinten einmal noch die Steine. Das hier möchte ich jetzt mal noch ganz fix fertig bauen. Die unterste Reihe. Und dann können wir ja schon direkt die zweite dort platzieren. Und natürlich werde ich das dort auch so machen wie hier hinten auch. Also danach, wenn das halt fertig ist, natürlich nochmal eine Reihe draufhauen. Und auf jeden Fall werden wir diese Folge hier ein bisschen weitermachen mit. Aber nicht nur, sondern ich möchte eigentlich ganz gerne auch noch ein bisschen was anderes machen. Meinen kompletten Hauptfokus will ich jetzt nicht unbedingt nur hier drauflegen. Und was ich auch schon mal so sagen muss, ich weiß auch noch gar nicht, wie lange ich noch The Forest so weiterbringen werde, denn ich muss an der Stelle auch ehrlich sein, wir haben ja mittlerweile echt so gut wie alles hier gemacht. Ja, also es gibt ja mehr oder weniger nichts mehr, was wir hier machen können, deswegen bin ich aktuell schon am Schauen, wie lange ich noch The Forest so weiterhin bringen werde auf meinem Kanal. Denn ich glaube, für den einen oder anderen von euch wird es vielleicht auch langsam langweilig, das Spiel so auf meinem Kanal. Ich meine, klar, jetzt könnte man sagen, ja, man muss das Video ja nicht schauen von The Forest, aber ja, ich kann halt meinen Fokus da eher dann auch auf was anderes legen, anstatt immer The Forest, weil ich persönlich verliere auch aktuell so ein bisschen den Interessen. Mir macht zwar Spaß noch so zu bauen und so, aber ja, es gibt halt nichts Neues mehr und ich denke, es wird auch nichts Neues mehr kommen, ja. Das ist gar nichts Negatives so an das Spiel gemeint, sondern eher so, ja, ich meine, ich habe jetzt fast über 100 Videos zu diesem Spiel auf meinem Kanal. Ich glaube, es sind sogar schon über 100 Videos. Wenn man die erste Staffel noch mit betrachtet. Also, verdammt viele Videos habe ich ja zu The Forest hier auf meinem Kanal. Nicht nur 20, 30-minütige Videos, sondern ja auch ganz viele, die fast eine Stunde gehen und so weiter. Und deswegen mal sehen. Vielleicht werde ich statt The Forest dann immer 20 oder 15 was anderes bringen. Irgendein anderes Spiel. Bin da schon am überlegen, was vielleicht. Ich bin da auch offen für Vorschläge, also wenn da jemand von euch einen Vorschlag hat, gerne damit in die Kommentare. Zumal auch manche kleine Dinge mich ein bisschen hier in letzter Zeit auch nerven. Und so, dass zum Beispiel manchmal ein Mutant mitten in deiner Basis drin ist, obwohl er irgendwie rein theoretisch gar nicht da drüber kommen könnte. Ja. Also dieser eine Mutant. Ich weiß nicht, wie ich ihn genau nennen soll, aber der jedenfalls immer so verrückt rennt. Ja. Nicht das Hühnchen, sondern ja, dieser andere. Ah, ich kenne die Namen nicht. Ich glaube, die haben auch gar keine richtigen Namen. Nicht so genau, ja. Der, der hier oben gerade rumläuft, den meine ich auf jeden Fall. So viel kann ich dazu sagen. So. Denn ich bin echt kein großer Fan davon, wenn da manchmal plötzlich in der Basis drin gespawnt ist und so weiter. Oder wie auch immer, wenn er da reingekommen ist, ja. Weil der kann ja nicht springen, ja. Das muss man dazu sagen. Der Typ hier, der kann nicht springen, aber ist manchmal trotzdem in meiner Basis einfach so drin. Das ist natürlich ein bisschen blöd ist. So.
Da ist er. Lassen Sie ihn einmal befeuern. So. Aber. Aber. Ich will den nämlich ein bisschen bei dir wegkriegen von meiner Mauer. Das wäre mir am liebsten. So. Einmal hier wieder herum mich lassen. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Ganz kurz was reinhauen. So, und das auch noch. Hinter mir sind Verrückte. Hör sie, aua, mein Rücken. Mein wunderschöner kleiner Rücken, 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 Rücken. So. Gut. Jetzt wieder Steine hier drin mitnehmen. Da haben wir jetzt gar nicht mehr so viele hier nochmal. Okay, auch gut. Auch gut, auch gut, auch gut. So, dann hole ich mal neue von draußen. Erstmal ziehe ich ganz kurz neue Rüstung an. So, und nochmal so. Gut. Haben wir mal diesmal ein bisschen mehr Mutantenrüstung dran. Habe ich ja normalerweise sonst gar nicht so. Meistens habe ich ja eher so Knochen. Rüstung dran. So, da hinten läuft der Mutant. Ich hoffe, der läuft weg und kommt jetzt nicht zurück. Naja, wenn ich jetzt einen Baum fällen würde, würde er auf jeden Fall ganz schnell zurückgezischt kommen. Aber wenn ich jetzt erstmal nur ein paar Steine sammle, sollte ich von dem zumindest erstmal noch ein bisschen Ruhe haben. So. Halt, ich hänge. Gut. Das hier ran. Ja. Die Mauer sollte auf jeden Fall in der einen Ecke zumindest diese Folge noch fertig werden. Hier kommen wieder ganz schön viele Verrückte. Dieses Geräusch. So mache ich auch in meiner Nacht. Ich weiß, hört sich jetzt nicht unbedingt der Kannibale oder auch ein Mutant an, aber. Du kannst ja mal probieren, so ein bisschen nachzumachen. Ja, klang wunderschön, ich weiß, es klang wunderschön. So, ganz schnell hier hinten wieder ran. Bring die ganzen Steine. Ach, und wie schön es wäre, wenn man doch nur 20 Steine mitnehmen könnte, genauso wie man auch 20 Stücke mitnehmen kann. Das wäre manchmal wirklich schön. Das würde einem hier vieles ein bisschen erleichtern. So. Liegt hier noch ein kleines Steinchen? Ja, hier. So. Das Zeug ist auch wieder dran. Sehr gut. Dann geht's jetzt hier unten. Einmal raus, so. Dann sammeln wir jetzt die Steine von hier aus. Während dort oben erstmal die wieder unterwegs sind. Oh, wie viele hier langrennen, wie viele einfach hier unterwegs sind. Es ist mittlerweile auch richtig schlimm hier. Naja, zum Glück kommt aktuell nicht der Würstchenmann. Der würde mir noch fehlen. Der würde mir wirklich noch fehlen. Oh, Verrückter. Der Verrückte steht immer noch. Er liegt. Okay, einer weniger. Einer ist mal hier weniger, aber es werden eh gleich wieder ganz viele sein. Kurz dahinter schauen. Ich frage mich, wo der Mutant hin ist. Wo geistert er wohl gerade rum? Diese Frage stelle ich mir. Denn der geistert gerne hier überall rum. Das steht fest. Ganz schnell hier wieder die Steine sammeln, die hier drin gespawnt sind. Oh, da habe ich ihn gehört, oder? Nein, da oben sitzen zwei. Kommt schon, aber wie viel stehen?
Ah, Mist. Ich wollte die mit einem Treffer erledigen. Schade, ich dachte, das hätte geklappt. Oder hätte funktioniert, aber ne. Da hat jetzt meine Präzision nicht unbedingt dafür ausgereicht. So. Dann gehen wir mal wieder nach unten. Und werden dort jetzt auch nochmal die Steine sammeln. Der eine rennt weg. Er wird bestimmt mit seinen Freunden dann nachher sofort zurückkommen. Davon ist auszugehen. So. Halt, Moment. Etwas Rüstung kann ja nicht schaden. Dankeschön da dafür, mein Freundchen. So. Die 10 Dinger haben wir auch wieder voll. Ja, die ganze obere Reihe ist gleich eigentlich fertig. Die Hälfte haben wir nämlich gleich auf jeden Fall schon fertig. Wenn nicht sogar noch mehr. Da ja verschiedene Stellen gerade schon so ein bisschen eine Arbeit sind. Hier drin sind auch wieder neue Steine. Perfekt. Wirklich perfekt. Hier drin einmal alle wieder einsammeln. Hier oben ist einer, der muss gleich mal weggemacht werden. Der stört mich nämlich gerade ein wenig. Boah, wie viele Steine sind denn hier gerade hier oben wieder? So. Jawohl. Jawohl, drei Wände direkt hier fertig gemacht. Sehr schön, ja. Fast fertig. Wie viel brauchen wir denn hier ungefähr noch? 11, 13, 17, 17. Ah, naja, ist schon noch ein bisschen laufen, ein paar Mal hier hin und her. Kommt aber auch ganz drauf an, wie viele Steine immer auch noch wieder drinnen in unserem Basisbereich dort spawnen. Darauf kommt es natürlich auch noch mit an. Das macht das natürlich alles auch ein bisschen schneller immer wieder. Es kommen ja immer mal wieder ein paar Steine wieder in unserer Basis dort. So zustande. Oh, oh, Großfamilie, Großfamilie ist da. Einmal hier eine Runde rumrennen. Lalalala. Komm mit, kommt mit, kommt mit, kommt mit. Fallt von mir aus hier hinten gerne runter. Das würde mir am liebsten gefallen. So, einmal hier alle ranmachen. Gut. Ihr könnt ja gerne mal probieren, dort hinten bei meiner einen Ecke rumzukommen, wenn ihr wollt. Ich erlaube es euch, aber haut nicht gegen meine Mauer. Damit müsst ihr aufhören, sonst müsst ihr bezahlen dafür. So, das hier einmal zerlegen. Oh, ich sollte jetzt gerade lieber nicht allzu viel Ausdauer verbrauchen. Denn jetzt gerade sind sie wirklich auf richtiger, ja, Kampfeslust. Hallo. Hallöchen, Herr Mutantchen. Ich hoffe, Sie tun mir bitte nichts. Wo ist er? Zeig dich! Aber nicht in meiner Basis. Das wäre sehr, sehr freundlich. Aber so wie wir wissen, ist er nicht allzu gern freundlich. Okay, er hängt hier links auf jeden Fall. Dort ist er. Ich höre gerade auch seine kleinen, sanften Schritte. Ja, wunderschöne kleine, sanfte Schritte. Mit seinen kleinen, aber feinen Mutantenfüßchen. Und ich glaube, wir sollten ihn erledigen. Oder zumindest etwas hier weglocken von dem Gelände hier. Der ist halt leider unberechenbar. Das ist das Ding. Hier ist unberechenbar, genauso wie ich. Deswegen, tut mir leid, das muss sein. Jetzt spielt er der kleine Zündler. Jetzt spielt er der kleine aggressive Zündler. Was schön wäre, wäre, wenn er hier runterrennen würde. Das wäre perfekt.
Aber diesen Wunsch wird er mir nicht erfüllen. Wir probieren ihn einfach mal jetzt mit den Feuerpfeilen hier auszuschalten. Mal sehen, vielleicht hält er ja gar nicht mehr so viel aus. So. Steine sind voll wieder, sehr schön. Aber er sieht auf jeden Fall halt auch stark geschwächt schon aus. So. Okay. Das war's für ihn. Jawohl. Einmal die Rüstung mitnehmen. Ich weiß gar nicht, wie viel Mutantenrüstung haben wir denn jetzt? 7, glaube ich, oder? Nein, 8. Okay, 7 hatten wir also vorher. So, einmal hier kurz einen Schluck trinken, auch wenn das aber nicht das allerbeste ist. Und dann gleichzeitig auch nochmal hier den Schlauch füllen. Boah. Hallo, ich will doch kein Fleisch in der Hand halten. Ich will den Schlauch in der Hand halten. Den Wasserschlauch. So. Zack, gefüllt haben wir es. Einmal wieder rein in die gute Basis. Rechts von mir sind sie wieder. Da höre ich sie schon wieder. Die lachen schon wieder. Ja, das machen sie tatsächlich gerne. Die sind irgendwie immer ganz glücklich hier unterwegs. Wenigstens einer von uns hier glücklich. Wäre schön, wenn ich das auch wäre. Das wäre, wenn ihr nicht kommen würdet. Schlimm mit euch. Einfach schlimm. So, hier wieder die Steine mitnehmen. Ich finde auch, das sollten jetzt erstmal die... Ja, hallo. Hallo, hallo, hallo. Die letzten sein. Oh, nicht mein Rücken, nicht mein Rücken, nicht in meinen Rücken. Ah, nicht in meinen Rücken. Ja, bitte, ich flehe euch doch an, nicht in meinen Rücken hauen. Meine wertvolle Rüstung. Hört auf. Hört auf. Husch! Ich sag's nicht nochmal. Husch! Gut. Ja, es muss nur mal jemand ein bisschen strenger mit ihnen reden. Dann hören sie auch. Sehr gut. So. Jetzt ist der Abschnitt dort dran. So, hier drin alle Steine wieder eintüten. Oh, die sollten reichen. Die sollten, glaube ich, echt reichen hier. So. Sehr schön. Haha. Die ganze Reihe ist fertig. Jawohl. So gefällt mir das. Moment. Jawohl. Und die nächste ist damit dann auch schon platziert hier. Moment. 1, 2, 3. Ja, hier haben wir 3. Ich dachte gerade, das wären 4 hier. Doch, das sind doch 4, oder? Ja, das sind 4 hier. Von der Höhe her. Das ist 1, 2, 3 und das dort oben ist dann die 4. Gut, ich wusste nämlich jetzt gerade gar nicht mal, wie viele wir dort genau gestapelt haben. So, und dann würde ich eigentlich ganz gerne hier oben auch nochmal probieren. Obwohl, nee, nee, das wäre dann ein bisschen zu übertrieben, ja. So, ich baue dann mal hier unten noch ein kleines Lagerfeuer auf. Und ansonsten würde ich sagen, bauen wir noch hier oben. Was bauen wir denn hier noch? So ein Stöckelager wäre nicht schlecht, aber ich glaube, ein Pfeilkorb wäre erstmal nötiger. Ich weiß bloß noch nicht genau, wie wir hier überall alles so machen mit dem Hinstellen. Was wo genau hinkommt. Das weiß ich hier noch gar nicht so genau. Aber okay, ja, ich würde sagen, diese Reihe bauen wir jetzt nicht noch fertig in der Folge hier. Würde ich sagen, Leute. Ich würde sagen, wir machen jetzt Schluss an der Stelle hier mit der Folge, ja. Nächste Folge dann tun wir dann, denke ich mal, wieder auf die Reise gehen. Also ich glaube, nächste Folge werden wir nicht nochmal komplett hier weiterbauen. Zur nächste Folge werden wir dann auch wieder mal ein bisschen was looten und so weiter. Weil ich jetzt nicht jede Folge hier nur weiterbauen möchte. Und ja, wie auch vorhin schon erwähnt,
Ich weiß auch gar nicht, wie lange ich noch so Force bringen werde. Ja. Da muss ich mal schauen. Ja. Da muss ich einfach mal schauen. Aber ja. Lasst gerne einen Daumen nach oben da und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüssi.